ist immer noch unser Thema heute hier. Wir haben gerade die Ninja-Mission erfolgreich bestanden und sind zurück in der Stadt, um mal ein bisschen zu gucken, was es denn da jetzt eigentlich noch gibt. Wir haben da ein bisschen Kämpfen gesehen. Ja, das wollen wir uns doch mal gemeinsam anschauen. Wichtig ist auf jeden Fall auch zum Beispiel das Pausemenü. Da kriegt man schon mal einen ganz guten Überblick über das, was es gibt. Da sieht man in Prozent eben die Beliebtheit. 38% Beliebtheit habe ich jetzt bei der Bevölkerung. Es gibt Versteckspiele, 1 von 20. Es gibt Ninja-Rennen, da macht man so Wettrennen durch die Stadt. Rahmenlieferungen. Kannst du mal zeigen auch? Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen Versteckspielen gehen. Cool. Liebeskranke Dorfbewohner und dann eben die Hauptmission, die Ninja-Mission und soziale Questen. Und dann eben noch Münzen, mit denen ich mir dann Fertigkeiten und alles Mögliche kaufen kann. Also das Spiel hat schon einiges zu bieten. Ich kaufe mir zum Beispiel jetzt mal ein paar neue Fertigkeiten. Das ist einer meiner Ninja-Meister. Mhm. Der Stern über ihm zeigt, dass, aha, hier könnte ich mir eine Mission holen, aber das wollen wir jetzt nicht. Sondern wir wollen ein bisschen Training machen. Und Training heißt so viel wie Punkte, die ich halt bekommen habe, in neue Kombos zum Beispiel investieren. Ah, interessiert mich jetzt nicht. Ich habe sehr viel, ich kann eigentlich nicht was ausgeben. Hier kann ich mich auch meine Jutsus eben stärker machen. Und das will ich, denn zum Beispiel der Schatten-Doppelkrieger, der kann ruhig noch ein bisschen mehr Power vertragen. Kaufen wir direkt noch einen. Jetzt haben wir die Mega-Vollpower. Allgemeine Stärke kann ich steigern. Gefällt mir ganz gut. Umgekehrte Killer-Kombo klingt auch nicht schlecht. Ah, ein bisschen kompliziert. Ach komm, nehmen wir das noch mit. Ist aber eine schöne Sache. Könnte ich jetzt natürlich auch trainieren mit ihm hier. Ja. Aber das wollen wir nicht. Denn wir wollen uns hier mal eine Versteckmission angucken, wie ich es gerade angedeutet habe. Dazu gehen wir mal auf die Karte. Aha. Oben rechts der kleine Jüngling, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Bitte verzeiht mir, liebe Fans. Der ist einer der Kandidaten, der mit mir dieses Versteckspiel spielt. Und auch solche Missionen sind eben gut dafür, mein Ansehen bei der Bevölkerung zu erhöhen. So, hier wird er irgendwo sich rumtreiben. Jo, da ist er. Nee, der, das. Der will mit dir spielen. Ist. Genau. Nee, der falsche. Ja, da siehst du, da kann ich noch nicht, da fehlen mir jetzt irgendwelche Fertigkeiten. Ja. Aber er will. Aber mag dich trotzdem nicht. Ja, doch. So, und jetzt habe ich hier so einen Detektor, siehst du da unten? Ja. Das heißt, einmal die Richtung wird angezeigt. Jetzt ist er irgendwie links. Und der äußere Stern heißt so viel wie, er ist weiter weg. Und wenn es im inneren Stern ist, dann ist er schon relativ nah. Ich habe natürlich nur eine gewisse Zeit. So, lass mal schauen, das ist ja irgendwo hier unten. Ah ja, schauen wir mal. Ui, und man kann, wie du auch hier siehst, ziemlich viel machen. So, zwei, da hochlaufen. Nee, das war das Falsche. Ah. So, in die Hose. Du magst die irgendwie. Du stehst irgendwie auf die kleine Wuppe. Hm? Ah, jetzt habe ich es verkackt. Komm schnell. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ah! Komm, was machst du denn? Ich verkacke die ganze Zeit das Jutsu. So, zack, zack. Nein! Lange! Zack, zack, aber jetzt. So. Jetzt schnell A drücken, dann gehe ich eben an diesen speziellen. Nein! Hat noch nicht gereicht. Ich versuche es nochmal. Vielleicht kann ich hier auch noch nicht hoch. Vielleicht ist es noch zu früh. Bin ich zu schnell gelaufen, offensichtlich. Interessant. Irgendwas machst du da falsch. Ja, ich habe noch nicht die Power. Ich kann ja meine Videos gerade eben gesehen, dass meine Jutsus auch steigern. Aber er war offensichtlich nicht da, er war ist irgendwo hier. Mal schauen, ob ich ihn erwische oder nicht. Ja. Ah, das heißt, wenn er da nicht oben ist, dann ist er da unten. Vielleicht hier im Gebüsch. Nee, das ist er definitiv nicht. Das ist irgendein Kollege. Ins Gebäude kannst du ja nicht mal gehen, gucken, oder? Ob der mir jetzt eine Hilfe gibt. Ich kann ihn nicht ansprechen. Nee, kann ich nicht. Ich tippe mal, er wird vielleicht doch auf dem Turm sein, aber ich bin noch nicht gut genug, um hinzukommen. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Hm. Weil ich soll es ja nochmal spielen. Aber es ist kein Problem. Wir gehen jetzt erstmal... Zeit vorüber, ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Ninja-Meister, denn ich habe jetzt die Hauptmission. Na, komm, was ist hier los? Absturz? Dum, 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 dum. Das wäre jetzt das erste Mal, dass das Ding... Das hätte ich abgestürzt. Scheint so. Ne? Nee. Ich kann doch hier... Nee. Du drückst wahrscheinlich nicht... Nee, ab und zu macht er. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Sehr suspekt alles hier. Also für mich sieht das Ganze am Abschluss aus, denn ich drücke gerade wirklich alles. Und ich kann nichts mehr machen. Ja, dann mach ich mal aus, oder? Dann mach mal... Ja, komm. Machen wir mal aus. Das ist aber jetzt, das tut mir sehr leid. Das geht natürlich wertvolle Zeitflöten. Wir werden gleich nochmal sehen. Dann werde ich auch mal das Pad in die Hand nehmen. Und dann hast du gesagt, es gibt sowas wie eine Art Kampfmodus. Genau. Man kann auch online gegeneinander spielen. Aber natürlich eben auch offline. Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Angelegenheit. Also mir zumindest hat es Spaß gemacht. Aber da du das Pad noch nie in der Hand hattest... Ja, wir werden es einfach mal ausprobieren. Schauen wir einfach mal, was passiert. Genau.